Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifik, der aus über 30 einzelnen Atollen besteht. Tarawa ist die Hauptinsel. Auf Tarawa lebt über die Hälfte der 110.000 Einwohner Kiribatis. Obwohl Tarawa nur 32 Quadratkilometer groß ist, hat sich die Bevölkerung seit 1978 fast verdreifacht und nimmt weiter zu. Nicht nur durch die Überbevölkerung herrscht ein großer Platzmangel auf der Insel, sondern auch durch den steigenden Meeresspiegel, der immer mehr Land verschluckt. Durch die Folgen des Klimawandels wird das Leben der Menschen immer schwieriger. Überflutungen bedrohen den Wohnraum der Menschen, Wellen überspülen die Straßen und zerstören so die Infrastruktur. Durch ausbleibende Kokosnussernten verlieren die Menschen eine wichtige Einnahmequelle. Die Bewohner Kiribatis verlieren langsam die Hoffnung, dass ihre Heimat in 50 Jahren noch da sein wird. Sie versuchen, ihre Insel durch provisorische Schutzwälle vor der Überflutung zu schützen und bitten die UN um Hilfe. Leider kann auch die UN den fortschreitenden Klimawandel nicht stoppen. Daher müssen die Menschen selbst nach Lösungswegen suchen und ihnen bleibt keine andere Wahl, als ihre Heimat letztendlich zu verlassen.